Ja, meine Freunde, seid herzlich willkommen hier. Wir zocken auf dem Ziegenhof. Ich habe immer mal wieder den Namen vergessen. Wollen wir den jetzt wirklich Ziegenhof nennen? Ein wunderschöner Kuno, mein Tata Deko. Ziegenhof. Wir haben keine einzige Ziege. Reismutschatschos, ein bisschen Streiche und herzlich willkommen zurück auf dem Ziegenhof. Wir sind am Start, ordentlich Progress gemacht die letzten Tage. Und das nächste große Projekt steht auch schon an. Wir bauen uns unser erstes Haus. Aber ja, Ziegenhof finde ich gut. Also, das heißt ja auch, so ein Gestüt hat ja auch nicht so... an die Pferde rankommt? Nein! Rastet Nein, aus. Wie? Mach das weg hier! Wie mache ich das? Blazing Pitchfork. Was? Blazing Pitchfork? Wie kann ich das hier selber ändern? Was machst du da? Abbrechen, zufällig? Lass mich das mal machen. Hey, wie ging das? So. Mach wieder Ziegenhof. Hier. Hier Reis. So? Nein, Ziegen. Herzlich willkommen. Bist nicht Stephen Hawking. Ranch, ja? Ich mach einen Ziegenranch. Kommen wir nach unten. Kommen wir nach unten. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon in die Kommentare geschrieben. So kommt man an die Pferde. Komm mal her. Auktion! Was? Da fahren wir hin. Busse? Kann man da hinfahren? Ja. Haben wir $50? Ja, da kann man hinfahren, aber lass uns das nicht machen. Ich hab's gesehen. Hey, bist du da oder was? Fährst du da jetzt rüber oder wie? Nein, okay, ich dachte schon. Was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob das für alle Pferde so entspricht, da kostet so ein Pferd um die 4.000 bis 5.000. Ja, locker, ne? Also eigentlich haben wir das ja. Da müssen wir nochmal ein bisschen Geld machen. Ja, wir halten uns so zurück. Ihr habt wahrscheinlich schon was in die Kommentare geschrieben. Wie gesagt, die erreichen uns erst etwas später. Genau wie das Kommentar, das meinte, dass die Schweine richtig fett werden. Richtig fett. Also was wir da geschlachtet haben, das richtige war noch Tonnen. Ein Ferkel, kann man sagen. Und eine andere Sache, die auch noch sehr interessant sein könnte. Jemand hat geschrieben, dass es diesen Getreidespeicher gibt. Den hast du ja auch schon mal erwähnt. Und ja. Der ist ja riesig. Und da kann man dann wohl Getreide auch jetzt herstellen. Was soll ich den einfach mal so hinwollen? Wollen? Ja, also hier so? Meinst du Wenn man hier? Da Getreide herstellen kann, machen wir ihn auf jeden Fall, Alter. Also er meinte, warte. Dann brauchen wir nicht mehr diesen Getreidekram. Wo bist du? Wo bist du? Getreidespeicher? Ja, das passt. Ich bin ja schon wieder fleißig am Kotklunker einsammeln. Sammeln? Also er meinte, da muss man nicht mehr zum Laden fahren, um das fertig zu machen. Ich weiß es nicht. Ist das jetzt immer noch das erste Küken oder ist das schon das zweite Küken, was hier jetzt gerade rum... Weil das ist hier im Stall, das ist eigentlich der falsche Stall für das andere Küken. Okay. Aber man weiß das ja auch nicht, ne? Hä? Das nicht? Junge, hör auf, die ganze Zeit die Kamera zu... Ja! Ey! Hä, wieso kann ich hier nichts mehr aufmachen? Junge, Alter. Wo kannst du nicht aufmachen? Was? Ich kann überhaupt nichts mehr machen hier. Warte mal. Oder was? Das ist Kindersicherung. Noobfilter. Irre genommen! Die Schweine sind aber richtig fett geworden noch. Die waren doch nicht schon immer so groß, oder? Ja, die sind schon ziemlich fett, ja. Also. Die nehmen ja schon den halben Stall hier ein, ey. Um 8 Uhr sollen wir die Kuh melken. Und um 16 Uhr nochmal. Und wenn wir es um 10 machen? Wir können die zweimal melken. Alter, guck mal diesen riesen Kotfladen hier an, ey, neben dir. Warte, erstmal ein bisschen Milch hier. Können wir wieder Käse machen. Ja, oh, guck mal, wie gut ich das mache. Ja, du hast dich fast reingesetzt, ne? Du hast dich fast reingesetzt in den Kotfladen. Warte, wo ist der Kotfladen? Wo? Direkt hier. Hier. Alter Schwede, das ist aber schon Durchfall. Richtige Pizza, ey. Das ist Pizza, ist das? Okay, dann lass uns mal wieder kochen. Jetzt sammel ich die Eier ein. Kochen, was willst du denn kochen? Können wir was kochen? Achso, Milch, ne? Ja. Käse. Boah, wäre natürlich richtig geil, wenn man so Eierkäse machen könnte. So extra Eiweißkäse, wenn du Eier reinballerst. Was? Wie geht was? Jetzt ist das da drin. Wo ist das drin? Jetzt geht's. Er arbeitet. Ah, genau. 16%. Wir haben ja noch ein bisschen Käse. Ne, haben wir gar nicht mehr. Wir haben keinen Käse mehr. Okay. Können wir gleich mal verkaufen. Den haben wir schon eingelagert. Ne, den haben wir eingelagert. Ja, wir brauchen 125 Metall. Aber der müsste ja fertig sein eigentlich jetzt. Ja, das kann gut sein. 125 Metall was? Hierfür, ne? Für den Getreidespeicher? Ja. 125 Metall. 125, ja. 100. Das sind 1250 Dollar. 10 Stück kosten $100. Alter, das machen sie richtig arm. So Getreidespeicher. Boah. Alter, das ist echt, das ist ganz schön viel. Ich hätte jetzt gesagt, wir holen uns noch eine zweite Kuh.
Wir verkaufen jetzt alles, was wir haben. Kaufen unsere zweite Kuh. Und... Oh, wir brauchen Nahrung, Leute. Nahrung. Die Hühner haben nichts mehr zu essen. Ja, ja, wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Ach so, wir haben auch nichts mehr? Wieder 30 Shit. Dollar, ey. Nee, wir haben nichts mehr da. Ja, dann lass uns schnell los. Aber also oder? Hier ist noch ein großer Druck, ne? Aber der ist auch fast leer. Also wir sollten auf jeden Fall auffüllen. Oh, oh! Notfall! Die Tiere könnten verhungern. Notfall! Und braucht man für den Getreidespeicher nur Metall oder noch irgendwas anderes? Und Zement. Und oh, warum, ey? Aber Zement nicht viel, ich glaube 50 Kilo oder so. Das ist nicht ganz so viel. Das sind, glaube ich. Ja! $250. Das ist nicht viel. Ja. Ja, naja, mit das dem. Geht. Oh, da ist ein Hirsch! Baller, baller, baller mit der MK. Zwei sogar! Zwei sogar! Es wäre immer mega viel einfacher, wenn du nicht so nah rangehen würdest und die mal verscheuchen würdest. Und die schön von weitem snipen. Alter! Diese Schüsse! Bam, bam, bam! Ein bisschen viel Munition. Bam, bam, bam! So. Wer ist diese Zielgenauigkeit? Man kennt sie aber gar nicht mehr. Okay. Come in and find out. Ja, das ist immer, wenn man versucht, die im Springen zu treffen. Ja. Da ist das nicht so ganz so einfach. Oh, da ist noch einer! Direkt dahinter. Direkt dahinter, den hole ich mir. Oh ja, da hinten. Ja. Warte mal, kann ich den abzielen? Hab ich schon, ey. Alter! Bruder! Robin Hood, Alter. Du kleiner Robin Murder. Hood. Robin Hood mit der Zielgenauigkeit. Alter, rein hier, den Lachs. Wir sollten nicht zu lange warten. Ja, ja, warum? Wir brauchen, ja, wir brauchen Getreidesäcke, Bruder. Ja, aber die Schweine haben, die Kuh hat auch, nur die Hühner hatten nicht mehr so viel, aber auch nicht. Ja! Alter Schwede! Erstmal das, yeah. Das Fleisch noch aufwerten von der Qualität. Jetzt mach platt da den Lachs! Der Hirsch labert wieder nebenbei. Er hat uns ein paar Tipps gegeben, wie man ihn am besten zubereitet. Ich würde noch etwas Bärlauchcreme hinzugeben. Und es wäre schön, wenn du mich mit meiner Mutter kochst. Familienfeier. Familienfeier im Kochtopf. Oh. Oh, da vorne ist noch was. Oh, da ist noch einer. Ich muss auch mal was machen, ne? Guck ich mal, muss ja auch mal was machen. Zwei Schuss, Alter. Ich habe extra nicht geschossen. Wolltest schauen, ne? Damit du die Lorbeeren ernten kannst. Nice. Die Wacholderbeeren. Was machst du da? Nicht einsteigen. Erstmal Fleisch rein, du Lachs. Ich war faul. Mach rein! Käse haben wir auch dabei. Ja, bleib doch mal stehen, Junge! Alter Schwede, ey. Da wollen wir weiterfahren. So, okay. Zum Laden. Ja. Geplant. Yeah! Aber ich weiß, wie das geht. Easy peasy. Hat schon ein bisschen Style, oder? Was ist im Angebot? Was haben wir? Rinderwurst? Oh, wir können auch Rinderwurst. Oh. Käse mit Blauschimmel und Wildfleisch. 1,4. Nice, Alter. Passt ja. Nice! Für Käse 60. Jagen, ne? Ohne dass wir was damit gemacht haben mit dem Käse. Also ohne Schimmel und ohne dass der Multiplikator hat. 60 ja. Pro Käse. Außerdem natürlich wieder 6 für die Eier. Alter und 250 aha. Dafür. Das heißt, wir haben jetzt 950 Dollar. Wenn wir eine Kuh kaufen, haben wir immer noch 300 Dollar über. Ja. 10 Säcke Getreide. Ey, wir gehen. Ja, wir müssen jetzt aber erstmal ziemlich viel Getreide holen und wir müssen auf jeden Fall jagen gehen heute. Mal 1,4. Digga, wir werden heute rich! Rich! Oh, okay, wollen wir dann erst. Ne, wir müssen erst noch Getreide holen. Ja, wir müssen erst Essen organisieren. Es ist 13 Uhr. Das heißt, wir haben noch ein bisschen vom Tag, aber es wird ja schon um 14 Uhr dunkel gefühlt. Abkürzung, ich kenne eine Abkürzung! Ja, Marvin übertreibt immer. Wie viel wollen wir holen? So. Wollen wir noch eine dritte Kühlbox holen? Was, Getreide? Holen? Ich hole noch mal eine Kühlbox, ja? Obwohl 100. Dann hole ich. Okay, hole ich, ne? Du nicht. Ich. Ja, nein, du holst. Okay. Hol den Getreide. Und ich hole 6 Getreidesäcke. 6, okay. Kannst du die Kühlbox auch oben drauf stellen? Kann man. Hallo? Ach so, doppelt? Alter Schwede, das wäre natürlich krass. Hä, hey, wieso konnte ich das? Also nicht? Dreifach ist das ja schon, genau, ne? Ja. Aha. Aber den Eierkorb kannst du doch da drauf ballern, oder? Haha! Tüdelü, oh, hier kommt der Eiermann.
Ich nehme dich einfach so mit. Der Getreidekorb ging doch vorher auf 2. Hallo? Hallo? Nein. Ja, ey. Was ist los mit dem Jungen? Haben wir noch, einer ist hier noch, ne? Ja, dann geht ihn drauf, ich fahr dich. Okay, dann fahr ich wieder, ne? Ja. Genau. Wir machen so den Zirkus-Move wieder. Hallo, Kaufe bezahle. Kannst du stehen bleiben? Ja, kannst du stehen bleiben? Ja. Hua! Egal, er macht hier so einen Batman-Jump, ey. Ja, zieh durch. Aber okay, der zweite Coup finde ich gut, ey. Langsam haben wir nämlich Cash da und können dann einfach immer mehr Cash ausgeben, um noch mehr Cash zu verdienen. Mach mal den Lachs hinten zu. Dann fällst du nicht mal raus. Ich glaube ja, nicht, dass es daran liegt. Doch, das bringt wirklich was. Guck mal, wie ich fahren kann. Yeah, du bist immer noch drauf. Was los? Und nein. Okay, jetzt nicht. Hallo. Komm drauf. Hallo. Ganz ehrlich, was wir gleich machen sollten, ist dieses Weißschimmel-Krams da kaufen. Vielleicht bringt das ja wirklich richtig viel. Was los? Das kostet aber 250, ne? Da müssen wir aufpassen. Okay. Ja, hast du schon wieder Käse im Durchkäser drin? Ja, habe ich. Oh, die haben nicht mehr trinken. Die Frage ist, wie wendet man den Blauschimmel an? Ich habe auch keine Ahnung, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Hast du schon einen Eimer? Wo ist der Eimer? Das ist eigentlich dein Ding so. Wo ist der Eimer? Wollen wir mal so ein paar Eier einfach hier drin lassen, zu schauen, ob daraus Küken werden? Komm, wir lassen einfach mal ein bisschen was drin. Ich habe nämlich auch in den Kommentaren gelesen, dass Eier nicht schlecht werden können. Deswegen lass die einfach mal hier alles voll käken mit Eiern und Ja, aber... Hä, wo ist die Wurst? Wenn die nicht befruchtet sind, können auch keine Eier rauskommen. Wo ist die Hühnerwurst? Welche Wurst? Die Hühnerwurst im Hühnerstall. Die haben die aufgegessen. Die haben wir wieder aufgehangen. Richtige Kannibalenhühner, ey. Der Kannibale vom Hühnerstall. Oh, oder? Ja, dann können wir wieder haben los, oder? Verkauft? Ich glaube, wir haben die verkauft. Ja, wir haben dann eigentlich, haben wir alles... Zwei Dinger. Haben wir noch, dann mache ich einen. Wie geht's der Kuh? Hat die noch was? Die Kuh hat noch was, ja, aber ich stelle schon mal einen Sack hier hin. Sehr praktisch, dass die Kuh die Schweine aufrüst. Drehen wieder durch. So. Wo okay, ist die dann Kuh? Bertha, geht's dir gut? Ein bisschen was ändern. Okay. Bertha, geht's gut. Okay, ja, die Schweine können wir eigentlich können wir die Schweine zu Bertha packen. Eigentlich schon, ne? Zu viert im Stall, dann haben die auch dann können wir auch nochmal, ja, dann können wir noch mal ein bisschen den Stall vergrößern für die Zeit. Die Scheune meinst du? Ja. Oder das Gehege. Also wir ballern alle in die Scheune und nutzen dann die Zeit, um einfach mal ein größeres Gehege zu bauen, wo nicht am Rand Futter und Wasserdruck ist, damit die nicht immer rausbuggen. Was los? Mach mal in der Mitte. Ist gut, ne? In die Mitte. Ja. Baumarkt, ja, geradeaus. Hallo? Fahr doch! Ich fahr doch! Digga, er trinkt da nebenbei, Alter. Was machst du in deiner Arbeitszeit, Junge? Trinken? Zieh ich dir vom Lohn ab. Ich finde das erschreckend, wie viele Menschen tatsächlich in der Arbeitszeit am Bechern sind. Also ich habe so ein paar Kumpels, die arbeiten so als Zerspanungsmechaniker und sowas. Und die sind auf jeden Fall auch während der Arbeitszeit ziemlich viel am Bechern. Aber vielleicht ist auch noch ein Dorf normal. Wenn du chillig nachgehen kannst, ne? Alter Schwede, guck mal, ein Bär, zwei Bären. Aua, 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 aua. Also ich kenne auch aus dem Freundeskreis auf jeden Fall auch Lageristen, die auch gerne mal einen gehoben haben. Sagen wir mal so. Das ist ein Job, ey. So. Das ist ein Job. Und dann wundert man sich, wenn die Pakete nicht mehr ankommen. Dann wisst ihr, woran es liegt, ne? Wisst ihr, woran es liegt. Dann war da schon wieder eine Feier im Lager. Weiter geht's! Rechts gucken, links gucken. Haben wir nichts, ne? Haben wir nichts? Da waren ja jetzt nur zwei, ne? Wir brauchen einfach noch... Ne, rechts ist nichts auf jeden Fall. Fahren wir hier hoch. Wir brauchen noch einiges mehr hier. Jawohl. Aber ich finde so Handwerkerberufe, ja, no hate at all, sind auch so Berufe, wenn man jetzt nicht unbedingt so einen filigranen Scheiß machen muss, wo man jetzt auch kein ruhiges Händchen braucht, ne, sag ich jetzt mal so. Ja, wer da am Zement anmischen ist oder sowas, der kann auch mal ein Bierchen wegzischen. Ja, und wenn man so an der Kreissäge ist. Zement ist ja auch so sehr staubig, ne, da muss man mal die Lunge überall befeuchten zwischendurch. Wenn man an der Kreissäge ist, dann kann man auch ruhig eine Promille Intus haben, oder? Ja. Solange der Arbeitgeber bezahlt, wenn die Hand ab ist.
Dann ist ja auch Win-Win. Solange man eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung hat, ist doch alles gut. Ist ja eigentlich dann Win-Win, ne? Du kannst beim Arbeiten saufen und wenn auch was passieren sollte, kriegst du auch Geld. Nice. Triple Win. Mach das nicht. Oh! YOLO! Hol dir den Lachs, hol dir den Lachs! Einmal getroffen hast du! Los! Ja, man kann die nicht treffen, wenn die springen, gell. Übrigens kannst du auch, um nachzuladen, schnell zurückswitchen, ne? Wie damals in Counter-Strike 1.5. Kannst du nachladen, auf die Hand wechseln und zurück, dann hast du wieder. Bei Call of Duty 4 ging das auch. Oh, nice. Das habe ich damals, glaube ich, auch bei der AK, aber glaube ich nur. Ich habe das damals auch immer in Counter-Strike gemacht. Immer QQ. Q war so schneller Wechsel. Nachladen auf Messer, Q, wieder zurück. Ja, nachladen. Das glaube ich, war glaube ich bei Call of Duty auch so, ja. Hallo, hallo, hallo. Ah. Ich habe sogar in den Kommentaren gesehen. Einmal kurz AK nachladen, auf die Deagle switchen und wieder zurück. Dass wir sogar Bauern oder Farmer in der Community haben, die auch dieses Projekt hier verfolgen. Aber wahrscheinlich ist der Alltag... Ja, ist jetzt auch kein mega seltener Job, ne? Kommt drauf an, oder? Da gibt's schon einige. Ich bin der Farmer. Ich hab auch letztens mit einem gelabert. Das Ding ist halt, der hat mir erzählt, der kann halt keinen Urlaub machen, ne? Ja, das muss halt jeden Tag arbeiten. Das ist richtig scheiße, ey. Das ist halt krass, Alter. Deswegen brauchst du halt eigentlich irgendwie Family da oder so. Ja, das ist genauso wie wenn du einfach über die Arbeit übernehmen können. Die ganze Zeit noch krassere Haustiere hast, ne? Kannst du in Urlaub cruisen. Ja, Bruder, er steigt einfach aus. Was ist denn los mit ihm? Lass dich einfach stehen und hau den Lachs hier um, Alter. Ja, ein Hirsch. Ist die Augen nicht aufgemacht oder was? Dann mach ihn fertig, los! Mach ihn fertig! Hab ich ihn schon fertig gemacht, Junge. Das Fleisch an der Seite einfach rauspurzelt. Oh. Ja, sammel doch noch mehr ein. Er will einfach jetzt schon losfahren. Beruhig dich bitte. Ha. Wie er sich reingesnickert hat. Wolltest mich schon stehen lassen, ne? So, links schauen. Nee, hätte ich niemals gemacht. Wir brauchen... Oh! Oh! Baller, 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 baller. Los, los, los. Hinterher, hinterher. Digga, du fährst ja aber vor den Schuss. Ja, wie viel willst du noch? Wie viel willst du noch verschwenden? Du bist da vorgefahren, du Lappen. Ja, ist klar. Hallo, ziel doch! Los! Geht doch. Alter Schwede, das hast aber ziemlich wieder daneben geballert. Ja, der ist zwischen zwei Bäumen weggesprungen und dann beim letzten Schuss, den gekillt hätte, bist du da vorgefahren. Und dann war er den Berg runter und mein Magazin war leer. Also in Ausreden also sechs Schuss bist du echt ein Profi. Das wäre noch ein krasser ich Job bin für dich, Ausredenfinder. Eigentlich müsste ich mal echt so eine Internetseite aufmachen, wo man sich so links Hirsch, Digga, was hast du für Augen, Alter? Ja, ich habe gerade rechts geguckt, was los? Hauptsache 400 Meter entfernt. Wie so ein Opa, Alter. Yeah. Richtiger Chef, ey. Ich müsste eigentlich so eine Internetseite aufmachen und da so Ausredenpakete verkaufen. So 20 Euro. Es gibt ja Euro wirklich, habe ich bei Galileo gesehen. Pro Ausrede. Es gibt Alibi-Käufe. Kannst dir irgendwo ein Alibi kaufen. Falls du dich irgendwie, keine Ahnung, mit deiner neuen Flamme triffst oder so und deine Frau darf es nicht wissen, dann hast du eben ein Geschäftsmeeting und die fälschen dir alles. Hallo, ihr habt euch mit Deko getroffen. Hallöchen. Ich mache euch auch eine Eisrechnung. Also es gibt auf jeden Fall einen kranken Markt. Es gibt schon, also dass man sich da so selbstständig drin machen kann, ne? Man muss einfach nur die Nachfrage wittern, ne? Ich sag euch hier, den Frozen Balls Share, ne? Was der Marvin gerade riecht, ist halt sein Schwanzkäse und nicht die Marktlücke, aber okay. Ah ja, der Frozen Balls Share wäre auf jeden Fall auch eine Marktlücke. Ich schwör's euch, irgendwann gibt es den bei Noble Chairs oder irgendwie sowas. Oder Kick. Ja, er kommt gleich und dann, bei sowas. Dann sagen wir hier, ja, hallo Jungs, ne? Aber dann meinen die, was, warum? Haben wir nicht gehört von euch. Der heißt nicht Frozen Balls Share, sondern Cool Nuts. Cool Nuts ist auch gut. Ist das Konkurrenz? Also ich hätte gern immer noch mal gerne so ein Beispielbild, weißt du? So eine Zeichnung, ja, oder wie so ein, oder der so ein Bruder Prototyp eigentlich aussieht. Er setzt sich halt echt einen Muchacho, der irgendwie so handwerklich begabt hin, setzt sich hin und bastelt so ein Ding wirklich zusammen. So ein Frozen Balls Share. Ja, es wäre wirklich richtig langweilig.
wenn da einfach nur so ein Loch in der Mitte drin ist, wo man die Eier reinlegen kann in so ein Eiswasser. Und das war's. Das muss schon besser durchdacht sein. Vielleicht kriegst du so einen. Ja, du hast ja auch. Vielleicht kriegst du so einen Hodenanzug. Nein, du kriegst Einsätze so einen extra, machen dafür. Du kriegst so einen extra Hodenanzug, den du den vorher überspannen musst, damit deine Hoden auch nicht nass werden. Nein, warte, du kannst den Stuhl anziehen. Du setzt dich quasi dahin und ziehst dann so den Lederumzug vom Stuhl um dich hoch und bist dann nicht nackt. Keiner kann deine hängenden Hodensack sehen und bist halt quasi selber der Stuhl und die Nüsse sind schön frisch gekühlt. Und dann brauchst du aber noch Einsätze für tief hängende Hoden. Wie das gehen soll. Reißverschluss, Junge. Reißverschluss. Meine Vorstellungskraft ist nicht groß genug. Und da gibt's ja so Leute mit so richtigen Mini-Hoden und Leute mit so richtig, richtig hart hängenden Schlepphoden. Da brauchst du auch unterschiedliche Einsätze für. Und wo wärst du? Ist das für die Schlepphoden unangenehm oder die Mini-Hoden hängen halt einfach nur ohne Kühlung ab? Ich bin so, glaube ich, im gesunden mittleren Bereich. Eigentlich habe ich jetzt auch, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt noch nicht so eine krasse Beziehung zu meinen Hoden aufgebaut. Die sind halt da irgendwie und tun manchmal weh, wenn man sich irgendwie draufsetzt. Okay. Irgendwie sind wir hier ganz weit weg vom Thema. Digga, wir sind vor allem ganz weit weg von irgendwelchen Tieren, die wir killen können. Was? Ja, hieß ja nichts. Hier ist alles ausgestorben. Ja, wir haben doch mal so 5 Bären auf einen Haufen gehabt. Oh, es ist auch schon 19 Uhr, ne? Es ist schon 19 Uhr. Also müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Wir haben jetzt eigentlich nur noch eine Stunde eigentlich. Ja, verkaufen. Okay. Jetzt mal kurz nachschauen. Verkaufen, Junge. Links. Ah, links runter sind wir da, ne? Also in diese Richtung, okay. Wir waren doch schon hier. Ja, aber vielleicht sind hier neue. Keine Bären mehr. YOLO! Yeah! Ja! Easy. Okay. Dann fahren wir schnell zum Laden. Unseren Käse kriegen wir nicht mehr verkauft wahrscheinlich, ne? Nee, hatte ich aber auch heute nicht vor. Ist nicht wichtig. Wo war denn dein komisches Glossar? Hier. Tiere, Autos, Grundlagen. Wo war denn hier irgendwo Kuh? Nee. Nein, wir haben... Du hast doch irgendwo nein, so Sachen gehabt für... Nein, wir haben kein Benzin mehr. Wir haben eiskalt kein Benzin. Boah, schaffe ich es doch irgendwie schnell zur Tankstelle? Ja, ich kann nicht mehr... Ich muss mich jetzt rollen lassen, ne? Ich roll jetzt lieb. Oh nein, wohin roll ich denn gerade? Am besten rollst nach Hause, zum Baumarkt, ne? Die Tankstelle ist hinter uns. Na, scheiße. Ich roll jetzt. Ich kann aber noch gerade fahren. Wieso kann ich noch fahren? Ist das hier Reserve gerade oder hinten. Wie? Komm zu mir, hier hinter. Nein, ich muss die jetzt verkaufen. Lang, oder fahr im Kreis bei dir. Jetzt ja, ich hab hier noch eine Hirsche liegen, Junge. Ja, den lässt du liegen. Was soll ich machen? Oh, schnell. Nimm ein Stück Fleisch mit und lauf jetzt so groß zum Burgerladen, ne? Oh mein Gott, ich bin richtig lahm gerade. Richtig hobbylos. Ey. Noch ein bisschen. Okay, wir stehen gleich. Das wäre okay, eine coole Funktion, war's. Wenn man das Auto schieben könnte. Wildfleisch, das muss ich alles per Hand dahin bringen oder was? Okay, machen wir mal ein bisschen Licht an. Na, du kannst ja die Kühlboxen mitnehmen, ne? Naja, das mache ich ja. Hast du dir auch ein paar? Oh ja, Taschenlampe mache ich auch. Da hinten ist er ja. Ja, das ist uns komm, noch nie passiert, ne? Komm, ich hab ein Stück Fleisch mitgebracht. Da sind wir heute so viel rumgecruised, dass wir das gar nicht im Blick haben. Nee, das erste Mal. Also das Auto ist kein Wunder, wenn Marvin Fahrer ist, ey. Ja. Wahrscheinlich die ganze Zeit so, biu, 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 rote Tankleuchte, ihr Tank ist gleich leer. Achtung, Achtung. Marvin komplett ignored. Aber Auto schieben war schon etwas, eine praktische daneben. Funktion eigentlich. Okay, ich verkaufe. Warte, ich leg meinen noch oben drauf. Hier. 420. 21, also 441. Bruder! Alter, richtig Knete gemacht. Oh nein, wollen wir die Kühlbox denn auch jetzt hier lassen? Ich laufe jetzt mit einer Kühlbox nach Hause. 1100. Achso, wir müssen ja auch, Junge. Jetzt müssen wir nach Hause rennen. Richtig hobbylos, ey. Ich will nicht. Und wir müssen jetzt gleich mit dem Tank, der hoffentlich voll ist, ja, mit dem Benzinkanister, ja, dann zur Tankstelle laufen. Oh, warum, ey? Also war ja auf jeden Fall ein schlimmer Abschluss heute, muss man sagen. Ich versuche jetzt okay, gleich also, gut zu melken, aber ich glaube, weil Marvin der Fahrer ist, muss Marvin das mit dem Tank machen. Wir kommen an den Berg hier nicht mehr hoch, ey. Ich bin gleich und da. Und ich werde jetzt ganz schnell mit dem Tank klauen und werde
einmal zu den Motortischen gehen und da einmal einfüllen. Dann verstecke Vielleicht ich den. Vielleicht haben wir Glück. Und das Ding ist leer. Boah, ey, schau mal den Sternenhimmel. Der sieht schon cool aus. Also alles in diesem Spiel und an diesem Spiel sieht richtig scheiße aus, ne? Aber der Sternenhimmel, der sieht echt schön aus. Ja, wo war ich denn letztens, Alter? Wo waren wir am Wochenende? Ach so, im Harz, Alter. Da war auch richtig geiler Sternenhimmel, Alter. Das ist halt was anderes, als wenn man in der Stadt ist. So, ja, wo ist der Kanister? Stadtkinder, ne? Hier ist ja, ein Kissen oder was? Hallo? Ja, dann lass uns jetzt schlafen gehen, ne? Haben die Tiere genug zu futtern? Also am nächsten Tag... Ja, bestimmt. Am nächsten Tag muss ich ein bisschen joggen gehen, ein bisschen laufen gehen. Benzinkanister, das Auto abholen. Stressig, sag ich euch. Stressig. Ja. Allerdings können wir morgen auch wieder eine Kuh holen. Muss auch ein bisschen fett geworden. Deko kann dann zum Laden laufen. Ja, oh, wir haben ja kein krasses Automobil. Und holen uns wieder eine Kuh. Zwei Kühe, fuck. Was ist los? Aber... Darfst du machen. Ja? Ey! Ey! Ey, wir gehen schlafen, schlaf gut. Ja. Machen wir. So, ich mache jetzt schon mal die Augen zu, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben ballern. Gerne weitere Tipps in die Kommentare und ja, dann haben wir reingehauen. Ciao, ciao, Muchachos. Bis morgen auf der Ziegel Ranch.